Zum ersten Mal seit vielen Jahren schaffte der Trimmelter SV die Teilnahme an der Rheinlandmeisterschaft. Dementsprechend nervös gingen die Spieler des Trimmelter SV das Spiel in Rübenach gegen die Mietzen an. Es gab viele Fehlwürfe, auch bei Freiwürfen und aus dem Spiel heraus. Da zum Glück die Spieler der Mietzen am Sonntagmorgen verschlafen starteten, blieb der Rückstand überschaubar. Doch allmählich überwanden die Spieler des Trimmelter SV ihre Nervosität und trafen immer besser und besser den Korb. Trotzdem ging das erste Viertel mit 14:10 verloren. Im zweiten Viertel dann wurde schließlich der Ausgleich zum 14:14 geschafft. Aber durch weitere Fehlwürfe geriet der Trimmelter SV wiederum in Rückstand, sodass der Abstand von 4 Punkten zu den Mietzen leider bestehen blieb. Der Endstand im zweiten Viertel betrug dann 20:16. Beide Mannschaften hatten im zweiten Viertel also jeweils 6 Punkte nur gemacht. Das gab das immer noch sehr nervöse Spielgeschehen gut wieder. Im dritten Viertel schließlich steigerte sich der Trimmelter SV ganz enorm. Korb um Korb wurde erzielt. Immer besser trafen sie jetzt und sie spielten sich geradezu in einen Spielrausch hinein. Das machte sich dann auch in der Korbbilanz deutlich bemerkbar. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Rückstand aufgeholt und es stand 22:22. Erstmalig Führung für den Trimmelter SV.
Spannung in der Fankurve steigt. Gut, so, auf geht's. In dieser Phase, im dritten Viertel, gelangt den Spielern des Trimmelter SV fast alles. Während die Mietzen fast kaum einen Korb-Erfolg hatten. Dementsprechend stieg die Begeisterung in der Fankurve ins Unermessliche. Der Erfolg gegen die Mietzen stand kurz bevor. Und die Stimmung stieg und stieg. Im dritten Drittel zog der Trimmelter SV entscheidend davon. Er machte 19 Punkte, während die Mietzen nur 4 Punkte schafften. Der Endstand deshalb im dritten Viertel 24-35. Im vierten Viertel steigerte sich die Mietz noch einmal ganz entscheidend und es wurde noch einmal knapp. Punkt für Punkt kamen sie heran. So schaffte der Trimmelter SV im vierten Viertel 10 Punkte, während die Mietzen 14 Punkte holten. Zwei Viertel gewannen also die Mietzen, eins war unentschieden und das dritte, entscheidende Viertel gewann der TSV haushoch, sodass der Endstand 38-45 war. Der Trimmelter SV siegt wirklich gegen Miet mit 38-45. Im zweiten Spiel des Turniers wurde der Trimmelter SV vom Post SV Koblenz haushoch besiegt. Der Post SV Koblenz ist allerdings auch der Zusammenschluss der besten Spieler aus der Region Koblenz. Er dominierte das ganze Turnier und besiegte jede der drei anderen Mannschaften haushoch. Obwohl gegen die Rübenacher streckenweise unkonzentriert gespielt wurde,
reichte es doch gegen diese Mannschaft zu einem Sieg. Der Trimmelter SV wurde so Vize-Rheinland-Meister und ist damit berechtigt, bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft zu starten.